Bildschirmseite sehen wir zwei Ansichten. Auf der rechten Seite sehen wir die letzten Kunden, die ohne Scan in der Datenbank drin sind, die quasi den Scan zu Hause gemacht haben. Wir möchten uns aber hier konzentrieren auf das linke Kästchen. Das sind die letzten 15 Kunden mit Scan. Da haben wir drei Informationen. Wir haben hier das Zahnrädchen, da ist noch nichts hinterlegt. Wir haben die Homebase, da gehen wir jetzt mal drauf. Das ist nämlich das, was wir eben ganz kurz schon gesehen haben im Video bzw. auf dem Mobiltelefon. Das ist das, was der Kunde nach Hause bekommen hat. Er hat A seinen 3D-Scan bekommen, er hat ein paar Informationen bekommen von seinem Körper. Und hier drüber, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann hätte er auch den direkten Zugang zu der jeweiligen Marke. Ich habe das mal gemacht. Wir verlassen also jetzt hier die Welt und sind jetzt plötzlich bei der Fahrradmarke oder eben bei dem, der die Ergonomie perfekt noch weiterführt. Zurück in der Fahrradeinstellung. Ich sehe gerade, ich muss mich nochmal neu einloggen. Da bin ich wieder. Also, der Andreas Schuhwirt, der ist gerade gescannt worden und wir möchten jetzt dem Andreas Schuhwirt ein Fahrrad anpassen. Wir fangen an mit der medizinischen Indikation. Hier sind mehrere Fragen. Hier werden mehrere Fragen gestellt. Karpaltunnel und Ulnarnerv. Und zwar nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ. Hier kann man ein bisschen was verschieben. Ihr seht das. Was ich immer frage ist, ist es denn weiß? Ist das Problem rosa oder ist das Problem schon rot? Wir haben die Wirbelsäule. Ich habe in der Tat im unteren Rücken Probleme. Und zwar, wenn ich mich zu wenig bewege, dann wird es auch rosa. Ganz zum Schluss, alles andere ist nicht induziert. Alles, was wir hier noch sehen, ist der Abstand der Sitzbeinhöcker. Hier muss im Moment noch von Hand ausgewählt werden, ist es symmetrisch oder ist es asymmetrisch. Was wir hier sehen, ist ein asymmetrischer Abdruck der Sitzbeinhöcker. Man sieht, dass dort die Formgebung und auch die Drücke etwas anders waren. Ich habe mich da für den asymmetrischen Abdruck entschieden. Jetzt wird die Pre-Selection vorgenommen. Und zwar ist es denn für die Sportive, für die Freizeit oder für den Alltag. Ich habe mich jetzt für die Freizeit entschieden. Hier sind die Freizeitkategorien abgebildet. Die werden dann auch mit einer Textur gehighlightet, wenn ich darüber gehe als Mouseover. Ich entscheide mich jetzt für das All Mountain und zwar für das All Mountain mit E-Unterstützung, weil ich nämlich damit nach der Arbeit so ein bisschen durch den Trail fahren möchte, um auch den Stress bei der Arbeit abzubauen. Und zwar eigentlich möchte ich das fast jeden Tag machen. Dafür bietet sich die Marathonposition an. Das ist eine gute Symbiose zwischen Bergauffahren und Bergabfahren. Also das Individuelle. Auf dieser Seite, die heißt Affinitäten, hier wird gefragt, ja, hier wird eigentlich der Kunde geprofilt, was er speziell sucht und warum er zu uns gekommen ist. Er ist auf Empfehlung zu uns gekommen. Ich kann ihn vom Alter einordnen, wenn er sich schon ein bevorzugtes Rahmenmaterial ausgesucht hat oder gar sich über Federwege Gedanken gemacht hat, dann kann ich das jetzt hier erfragen. Die Kettenschaltung, das Zubehör, alles das, was irgendwie wichtig sein kann für den oder was wichtig ist für den Kunden und für das Traumrad der Zukunft, das wird hier erfragt. Ihr habt gesehen, dass ich nicht alle Sachen angeklickt habe, aber es empfiehlt sich in der Tat, so viel wie möglich zu erfragen, damit man daraus die bestmögliche Produkteigenschaften ableiten kann. Wir sehen hier die Stammdaten. Ich habe die Stammdaten noch nicht ausgefüllt. Ich gehe jetzt mal einen Klick weiter. Ihr habt unten rechts gesehen, dass ich unten geklickt habe. Ich bin auf der nächsten Seite. Hier ist die Fahrradeinstellung. Und zwar auf der linken Seite sehen wir nicht mein Fahrrad, sondern ein Symbolbild des Rades. Es soll ein All Mountain darstellen. Auf der rechten Seite sind aber die Einstelldaten des Fahrrades. Das sind wirklich die Einstelldaten, die auf der Körperanthropometrie und auf den Einsatzzweck basierend sind. Fangen wir mal an. Wir sehen hier oben die Sattelhöhe als ersten Wert. Wir sehen den Sattelversatz als zweiten Wert, den Abstand Sattellenker als dritten Wert und das Lenkerniveau auf 0. Also das heißt, der Lenker ist so hoch wie der Sattel auch. Wir haben noch zwei weitere Informationen, nämlich das Oberkörper-Symmetrieverhältnis. 0 heißt symmetrischer Oberkörper und die empfohlene Sattelbreite, die basiert auf dem Abstand der Sitzbeinhöcker und der Rückenneigung. Das ist das, was wir hier sehen. Und wenn wir mal ein bisschen weiter nach unten scrollen, dann sehen wir auch alle Informationen, die wir über den Kunden wissen. Also alles, was hier steht, das ist nachher dem Kunden wichtig.
Und auf der linken Seite sehen wir auch nochmal die medizinische Indikation. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass ich im Grunde genommen auf dieser Seite entscheide, habe ich dieses Fahrrad als Pre-Order, also als Vor-Order-Fahrrad vielleicht schon bei mir im Laden stehen, dann wäre der Abstand Sattellenker, dieser dritte Wert wäre der Indikator, welches Fahrrad ich rausnehme für die richtige Fahrradeinstellung. Ja, welches Fahrrad hat den Abstand Sattellenker von ca. 56? Und das würde ich rausnehmen, um dann nachher das Fahrrad auf diese Maße, die wir hier alle gesehen haben, fertig für den Kunden einzustellen. Ich möchte aber nicht das weiter thematisieren, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass ihr einen Überblick habt, wie ihr das bei euch im Laden macht. Ich möchte viel mehr zeigen, was passiert denn, wenn ich dieses Fahrrad nicht dort habe. Hier unten in der Zeile der Produktwelten seht ihr schon zwei Marken eingepflegt. Einmal eine Fahrradmarke, nämlich Simplon, eine Custom-Made-Marke aus Vorarlberg, die, wenn ich da drauf drücke, mir alles anzeigt, was gerade lieferfähig ist. Diese Information, die ist relativ lang, das ist eine Information, die ich jetzt gerade aus deren ERP-System rausgeholt habe. Und wenn ich dann nachher mir nochmal die Fahrräder anschaue, dann gibt es die außerdem noch in den verschiedensten Größen. Ihr seht es hier. Ich möchte aber nicht die Übersicht verlieren, deswegen filtere ich hier oben. Und zwar filtere ich eigentlich nur nach All-Mountain-Rädern. Das ist nämlich das, was der Kunde haben wollte. Das ist Nummer 1. Aber selbst dann habe ich hier drin immer noch sehr viele unterschiedliche Größen. Und das kann ich auch nochmal eliminieren, indem ich mir nur noch die passenden Größen anzeigen lasse. Und wenn ich das gemacht habe, dann sehe ich, ah, es ist relativ eindeutig. Wenn der Kunde zwischen zwei Größen liegen würde, aufgrund seiner Körperanthropometrie, dann würden dort auch zwei Größen angezeigt werden. Hier ist es eindeutig. Ich gehe mal auf so ein Fahrrad drauf. Vorher möchte ich noch zeigen, dass im Hintergrund der Stack and Reach Kalkulator offen ist und dass hier überall 0 drin steht. Wenn ich jetzt ein Fahrrad mir anzeigen lasse, dann kommen da plötzlich Zahlen rein. Ihr habt sie gesehen. Und hier unten, nachdem ich die Fahrradübersicht geschlossen habe, hier unten seht ihr, hier ist das Fahrrad einmal grafisch dargestellt. Die blauen und grünen Punkte, die kommen aus Bodyscanning. Die andersfarbigen Punkte, die kommen aus den Geometriedaten des Rades. Und wie ich die gerade genommen habe, habt ihr gesehen. Nun, hier ist, ich möchte das ganz kurz nochmal zeigen, hier ist der Stack, der wird auch in kartesischen Koordinaten dargestellt. Hier ist der Reach, auch in kartesischen Koordinaten, wenn ich mit der Maus drauf gehe, als Mouse-Over-Effekt. Ich habe hier die Sattelnase, da ist sie. Ich habe dort, wo die Sattelhöhe gemessen wird, auch in kartesischen Koordinaten. Nun, jetzt muss ich eigentlich nur noch einen Lenker montieren, weil die Verbindung zwischen dem Reach-Punkt, also dem höchsten Punkt des Steuerrohres, und dem Handpunkt ist der Lenker. Und weil ich ja von meinen Kunden erfahren habe, dass er Ulnarnerv-Problematiken hat, als auch Karpaltunnel-Problematiken, würde ich jetzt einen Lenker nehmen, der ein gewisses Kröpfungsmaß hat. Na, wir sehen hier hinten. Ich habe jetzt die Escolab, sorry, ich korrigiere mich. Ich habe hier die Simplon-Lenker aufgerufen, gucke nach dem Kröpfungsmaß, gucke aber auch nach dem Rise, also nach der Lenkererhöhung. Hätte hier einen Lenker, der mir ganz gut passen würde, und zwar vom Kröpfungsmaß als auch von der Erhöhung. Ein schön leichter Carbonlenker. Und wenn ich den anklicke, dann sehe ich, ich habe jetzt plötzlich hier einen Handpunkt, ich habe hier einen Klemmpunkt. Und ich habe die Daten des Produktes auch hier stehen. Das heißt, ich habe eine Vorbohrlänge errechnet, ich habe eine lichte Sattelstützenlänge errechnet, ich habe eine Vorbohrhöhe errechnet. Ich kann diese Daten kann ich in den Konfigurator übergeben. Ich zeige mal, wie das gehen würde. Ich wähle nochmal das Fahrrad, das habe ich mir gemerkt. Gehe auf die Information des Rades, habe hier das Fahrrad vor mir. Ich könnte jetzt mit dem Kunden über die Optionen sprechen. Wir haben hier das Fahrrad in der Farbstellung. Wir haben auch das Fahrrad noch mal in einer anderen Farbstellung, nämlich in Dunkel. Mir persönlich gefällt diese Farbstellung am besten. Und im nächsten Konfiguratoren-Update von Simplon werden die ganzen errechneten Rahmengeometriedaten in den Konfigurator übernommen. Und somit kann das Fahrrad schnell zusammen mit Simplon beim Hersteller gebaut werden. Ich mache einen kurzen gedanklichen Break, weil wir eigentlich hierher gekommen sind. Ich zeige das mal. Wir sind nämlich aus der Fahrradeinstellung gekommen. Wir sehen hier oben die Fahrradeinstellung und wir sehen hier diesen Balken der Produktwelten. Ich war vorhin bei der Simplon Produktwelt.
Dazu synchron kann ich auch zur Escola-Produktwelt gehen. Wenn ich auf die Escola-Produktwelt gehe, dann wird mir alles das angezeigt, was für den Kunden schon fertig im Backbone fertig konfiguriert ist. Das heißt, wenn ich hier auf die Griffe gehe, weil ich ganz gern gegen die Ulnarnervproblematik und gegen die eingeschlafenen kleinen Finger eingehen möchte, dann komme ich im nächsten Klick schon auf die Seite, wo das richtige Produkt für mich gematcht wird. Was wir hier sehen, ist noch ein Prototyp. Wir sind noch nicht ganz fertig. Auch der Esculap ist noch nicht ganz fertig. Aber hier würde jetzt stehen: Hallo Andreas, welcome back. Deine Griffe, die optimal sind für deine medizinische Indikation, die sehen folgendermaßen aus.